Mann, was sind das hier für Wucherpreise? Wir kommen hier von der Kirche und müssen 350 Euro oder Dollar oder Kronen oder Drachmen, ja, zahlen hier für eine Rundfahrt durch Bornholm. Wir sind von der Kirche, wir tun den ganzen Tag lang Gutes und der Busfahrer will die Polizei rufen, wenn wir keine 350 Dollar zahlen. 350 für eine Fahrt! Was sind das denn für hochmoderne Preise hier? Das kann nicht sein! Guten Tag und herzlich willkommen zu District 41. Mit dabei der Bronze. Hallo. Curry und der Melcher hinten. Der Melcher sitzt natürlich hinten, wie so ein waschechter Türke. Nee, ich bin vorne. Ich sitze hinten, Mann. Also bist du Bronze? Ja, oder im Bus ganz hinten. Ja, euch kann man irgendwie nicht auseinanderhalten. Ja, Herr Busfahrer, ich überweise Ihnen da mal eben Geld. Obwohl, wie teuer ist denn so ein Bus? Wir würden uns auch gern einen für die Kirche anschaffen. Ja. Dann können wir alle zur Kirche fahren. 90.000. 90.000? Oh, das zahlt die Kirche doch aus der Portokasse. Dann steigen wir mal wieder lieber aus. Vielen Dank. Oder wollen wir eine Busfahrt machen, eine Kaffeefahrt? Ja, ich kann Ihnen leider kein Geld geben. Wie viel kostet das denn dann? Passen Sie auf. Ich überweise Ihnen 1.100. Ein Moment. Oh, was macht man das denn hier? Wie gebe ich denn mein Geld? Da steht nochmal rechts da in dem Menü, aber das geht leider nicht. Naja, im Bus geht das irgendwie nicht. Ich muss einmal nochmal aussteigen. Moment. Jo. Bezahl für mich mit, Herbert! Wo haben wir der Bus? Den muss man ganz kurz zeigen. So, Geld geben. Bisschen dunkel jetzt, aber ist okay, ne? Ja, wie gebe ich dem denn Geld? Schlüsselbund? Ne. Warte mal, kann man das bei ihm machen vielleicht? Ne, das ist schon mit Z. Ja, bei mir geht das gar nicht. Ja, auf einmal steht das nicht mehr. Ich glaube, er muss gegenüber von dir stehen. Ja, oder er muss direkt neben dir stehen oder so, ja. Oder stell dich mal auf die Fahrerseite von dem und dann vielleicht geht das dann, wenn du in seiner Nähe stehst. Ja, da kann ich nur Kfz-Tätowieren machen. Ja, das schalt mal aus, schade. Da müssen Sie vielleicht mal aussteigen, Sir. Wir sollen mal aussteigen, dann. Herr Busfahrer, ich würde Ihnen das Geld gerne übergeben. Ach, da sind Sie ja. Sie sind ja ein Schatz. So, kommen Sie mal ran. Ich gebe Ihnen das Geld mal. Wo können Sie uns denn hinfahren? Was ist denn der nächste Stopp? Wo können wir denn hinfahren? Könnt ihr mal... Rundfahrt. Eine kleine Rundfahrt. Eine kleine Rundfahrt hätten wir gerne. Könnten Sie das machen? Ach, da Geld geben. Oliver. Was will er denn haben? 1.200. So. Bitteschön. Können Sie uns dann einmal herumfahren und beim Neuwagen- oder Gebrauchthändler wieder rauslassen? Ach, fahren Sie... Genau, hier ist ja der Gebrauchtwagenhändler. Ja, dann fahren Sie einmal mal ein Rundchen hier, zeigen Sie uns mal die Stadt, aber bitte auch mit Durchsagen, was man da sieht, und dann bin ich Ihnen dankbar. Oh, steigt mal ein, liebe Freunde. Ich bin der Fahrer. Oh, das tut mir leid. Dass Sie die Polizei ruft. Geh da raus. Nee, ich wollte jetzt die Nonne am Steuer. Ich wollte gar nicht als Fahrer einsteigen eigentlich. Ja, jetzt sitzt der Major hinten, guck mal. Oh, schön haben sie es hier drin. Oh, ist der laute Bus, aber ohne Stöpsel da rein. Ja, krass. So, dann jo, erzählen Sie mal ein bisschen was über die Stadt. Das sind mir hier Nonnen, ey. Er möchte nicht reden, Leute. Oh, macht der Bronze die ganze Zeit... Wer ist das hier vorne? Das ist der Bronze, ne? Dachte, Bronze, wir haben eine Tour gebucht. Ja. Oh, gibt's hier im Bus auch nicht? Könnten Sie ein bisschen was über die Stadt erzählen? Wir sind ja noch nicht so lange hier. Hallo. Wie der Bronze die ganze Zeit der Maul da vorne auf hat. Mensch, red du mal mit ihm. Wem? Mit dem Busfahrer. Was soll ich denn jemand sagen? Der soll mal ein bisschen was über die Stadt erzählen. Okay, warte. Ja. Major kaputt oder was? Achso, du hast mich gemutet, ich rede schon mit dem. Achso, du kannst auch hier ruhig reden. Red auch hier ruhig im TS, weil ich dich gemutet hab. Ja, oder? Können Sie uns dann nur was über die Stadt erzählen hier? Eine Tankstelle empfehlen oder so? Können Sie uns vielleicht eine Tankstelle empfehlen? Alter, der fährt raus aus der Stadt. Ey, wir werden entführt. Wo fahren Sie uns hinterher? Oh. Was soll der Scheiß? Wir dabei. Ich sehe nichts! Ah, wir werden das ist nicht in die Hölle geschickt! Das ist der Fahrt zur Hölle! Wo fahren Sie uns hin? Ich
glaube, da braucht jemand eine Elektrohüste. Entschuldigung. Sag mal so richtig fies so. Wo fahren Sie uns hin? Bringt uns zum Gebrauchtwagenhändler. Das stimmt mir nicht. Sir, aber wir wollten doch nur eine kleine Rundfahrt machen. Was machst du hier? Bring uns zurück. Entschuldigung, Sir, es kommt manchmal einfach aus mir raus. Was ist denn das für ein Schock? Also. Warte mal, Bolze, mach das doch mal bitte. Ja, der hat gesagt, wir sollen einmal um die Stadt rumfahren. Der aber ich unmute dich jetzt mal, aber mute dich mal im TS bitte, wenn du kannst. Und dann sag das nur mal in-game bitte. Okay. Warte, wie heißt du nochmal? Ach so. Ich finde da nicht. Wie heißt. Ach, hier. Okay, Bronze. Jetzt. Sprechen Sie mit uns! Alter! Der Putz ist besessen! Putz, du bist gleich erstmal. Putz, du bist jetzt gleich erstmal den Teufel aus dir austreiben. Ich hab schon eine Idee, wie. Komm auf die Streckbank. Oh, Putz, der Teufel kommt schon wieder, Putz! Irgendwas stimmt mit mir nicht. Hilf mir, Freunde! Brauch Hilfe! Oh, Putz, es ist, glaube ich, weg, oder? Ja, es ist gerade weg, ja. Aber man weiß nicht, wann es zurückkommt. Der Teufel ist unantastbar, beziehungsweise unvorhersehbar. Ja, der Bus, wenn wir ja am Rumcruisen sind mit der Kiste, dann kann man da ruhig mal putzen. So geil, wenn ich da hinten gucke, wie alles so sitzt, so ist. Alter, das ist noch ein Bus. Voll die Chiller, Mann. Die Bus-Collection. Ah. Da der fährt rückwärts. Was. Nee, ne? Der Bus fährt rückwärts und dreht. Oh. Scheiße, Mann, der will uns ausrauben. Okay, jetzt. Ja, hier können wir uns einen Gebrauchtwagen kaufen. Okay, das nicht aussteigen, Leute. So, jetzt. Und da kommt der andere Vielen Bus. Vielen Dank! Vielen Dank! Oh, Bronze! Der Teufel kommt schon wieder! Leg dich hin, Bronze! Wir müssen ihn austreiben! Bronze! Kann ich hinlegen, Mann. Was machen die hier? Bronze! Warte, Bronze! Ich helf dir! Major, Bronze, ich helf dir! Im Namen des... Major. Komm her, Bronze! Halt die Schnauze! Im Namen des heiligen Muffins! Weiche von uns Böse! Oh, die Kraft des Majors! Bronze, komm doch mal, Scheiße! Schnell, Leute, holt das Kreuz raus! Leider Kruzifix-Keks! Bronze, er eskaliert jetzt gerade richtig! Mit der Macht der Sahne! Mit der Macht des Cupcakes! Ich bin ein Stück Scheiße in der Das Muffins! Das tut mir leid, Curry! Die Muffins werden über dir wachen! Ja, danke, Curry! Warte, den Scheißbus hier! Du mich was, Curry! Okay, wir gucken mal was. Wir müssen das Böse austreiben! Nein, das hast du nicht gesagt! Nein, hab ich auch nicht gesagt, Curry! Tut mir leid! Okay, Leute, ich hol jetzt einen Wagen. Okay. Okay, wir brauchen jetzt einen Wagen, Mann. Wir kommen nur raus, die schöne Karre, ja. Scheiße, wir haben keine Lizenz. Ja, wir brauchen jetzt mal einen Führerschein, ne? Wo sind denn die... Oh, dann müssen wir wieder dahin, wo wir vorhin angehen. Ist ja gar nicht zu den Lizenzen, ja. Dann kommt... Oh, guck mal, die machen... Was machen die denn hier? Paaren die sich jetzt? Ja, ich glaube... Alter, hier kommt Lada kaufen. Da kommt jetzt gleich so ein kleiner Hippie-Bus raus, weißt du? Das ist so. Hier kommt, Leute, wir müssen laufen. Ey, kennt ihr diese russischen Lada? Ja, den wollte ich eigentlich kaufen sogar. Oh, Leute, ey. Mann, ey, die Spiel machen wir jetzt schon fertig, ey. Ja, Mann, das ist echt ein komisches Spiel, ey. Das stimmt hier mit dem Spiel nicht. Ja, vor allen Dingen, dass es hier Teufel gibt, ey. Der Bronze hat schon wieder rote Augen. Warte mal, komm mal her, Bronze. Jetzt bleib mal stehen. So, Bronze. Was denn da? Du hast schon wieder rote Augen. Ey. Du hast doch eine Sonnenbrille auf. Ich rutsche mich gerne in der Nacht. Weißt du, Mann. Doch alles gut, oder nicht? Ich glaube, der Bronze muss nachher, wenn wir mal einen sehen, nur ganz halt mit ihm so reden. Roleplay-mäßig. Ich glaube, der gibt dem Bronze sein ganzes Geld. Was ist mit dem Curry los, Alter? Oh, man weiß nie, Alter. Man weiß nie, ey. So, hier ist die Verwaltung. Da müssen okay. Wir hin. Okay, schön, ey. Ja, schön hier, ne? Auf jeden Fall ist das mal hier was Neues, was man entdecken kann. Ein neues Mäppchen in Ehren. Ein kann neuer man Ort. Probieren. Doch dann der Bronzeteufel dazu. Das weiß ich auch nicht, wenn ich renne. So, Leute, hier ist Bronze Hartz-IV-Amt. Ah, Bronze kann Urlaub beantragen. Hallo, ich hätte ganz gerne Urlaub. Was kostet ein Führerschein denn hier? Führerschein. Hat 400 Tag gehört mir. 500. Führerschein 500. Jo. Okay, ich habe einen Führerschein gekauft. Was? Skill Saftpressen? Okay. Ach so, das ist wahrscheinlich, damit du dann Saft machen kannst. Oder Ton. Ich halt, kann auch ne? Saft so machen. Hä, sicher? Oh, was ist denn eine Eiche?
Kannst hier, Bronze, guck mal, hier ist jemand. Ernsthaft, du bist so eklig jetzt als Nonne, ja? Aber was müssen wir uns denn noch kaufen hier für Dinger? Saftpressen? Komm, wir gehen mal jetzt den Lader kaufen. Ja, wir kaufen uns erstmal ein Auto, Mann, das reicht. Er kauft euch erstmal einen Führerschein. Hab ich. Warte mal, hier redet jemand. Was ist das denn? Hallo? Hallo? Ist da jemand? Ein Engel erscheint uns. Major. Wir müssen einmal ganz kurz Major anbieten. Ja, warte mal, wer war das? Hallo? Heilige Major. Okay, wir gehen weiter, kommt Leute. Wir brauchen jetzt einen Lader. Wir müssen jetzt ein Erfolgserlebnis in diesem letzten Mal. Ein Erfolgserlebnis haben wir doch voll gehabt schon. Ja, wir haben noch keine Einnahmen. Wir haben Bronze fast den Teufel ausgetrieben. Hallo, wir haben eine Kaffeefahrt gemacht, ja. Was macht der denn da hinten? Ja, den kennen wir doch noch. Guck mal, der fährt alle... Ey, der randaliert. Was macht der da? Oh, ich glaube. Peace, komm lieber weiter. Komm lieber weiter, Alter. Der will uns holen, Mann. Er will uns holen. Lauft! Weiche von uns. Lauft in euer Leben, Mann. Weiche von uns. Komm, wir müssen weiter. Die Muffins werden mit dir sein. Alter, ich bin irgendwo im Baum drinne. Okay, hier. 100 Meter. Hilfe, ich bin im Baum fest. Hilfe, er wird mich überfahren. Boah, soll ich Mensch die ganze Zeit? Ja, ist doch hier bei uns. Hier ist bei uns. Was? Wir passen gegenseitig auf uns auf, Bronze. Keine Angst. Hast du okay, Bronze? Einer, wir brauchen nur ein Auto holen, Leute, ne? Ja. Ich dachte, du bist irgendwie fort. Okay, pass auf, wir haben jetzt die Wahl. Was sollen wir holen? Sollen wir einen Lader green, red oder decorated holen? Decorated. Oder. Gut, ne? Auf jeden Fall was zu uns passt. Bronze ist Skoda, Mann. Skoda, er ist doch Currys Karre. Was ist das denn? Guck mal, voll die Gardinen da am Fenster. Alter! Was ist das denn, Alter? Mach mal Radio an. Das ist deine Olga-Karre. Hey, was machst du denn, Major? Du liegst auf der Bank. Was? Wie? Ja, wer sitzt hinten? Der liegt... Ey, Major, du liegst auf meinen Schoß. Ey, der Major gibt den Curry gerade einen Blowjob. Nein, Mann, das ist Bronze. Bronze, Bronze, oh Mann, der Teufel. Bronze, beweg ich mal den Kopf rauf und runter so. Bronze muss ins Krankenhaus. Guck mal bitte die Ego-Sicht. Guck dir mal diese Girlanden an, Alter. Was ist das für eine Karre? Ja, da sind die zwei Busse wieder. Olga, Alter. Olga hier. Okay, ich muss die Stelle markieren. Wo fahren wir denn jetzt hin? Wir können mal irgendwo hinfahren. Was ist der Murdochs? Wir können mal zum Flughafen fahren. Alter, das ist doch eine Karre, Mann, ey. Alter, die Karre passt perfekt zu uns. Mal ehrlich, ich hab den Flughafen markiert. Was war das denn? Was war das? Ruhig. Warte. Was ist das? Die Hupe. Ernsthaft? Die muss mal wieder geölt werden. Was ist das denn? Und dann haben wir einen Truthahn. Okay, wir fahren, Leute. Aber die sind da hinten am Knattern, glaube ich, ey. Ja, du bist so doch hier hinten, Bronze. So Knatterrost. Ach ja. Oh, geil. Oh ja. Okay, Leute. Wir sind die Ego-Sicht ist echt der Hammer, ey. Ey, pass auf, Dennis. So, wir müssen 6 Kilometer müssen wir fahren. Ey, das wäre so geil, wenn man jetzt hier noch so dieses typische Radio hören könnte. Ja, und so, wie bei Far Cry. Alter, Dennis. Vorne sehe ich Lichter, da ist ein anderes Auto. Oh, guck mal, da vorne. Wollen wir mal fragen, wo es lang geht? Ja, die können wir ja mal, die können wir ja ansprechen. Ja, ja. Aber steigt immer erst auf meinen Warte mal, ich mach mal. So. Was machen die hier? Weil da hier ist irgendwie... Warte mal, sitzt da jemand drin? Nee, da sitzt keiner drin. Ich sehe auch nichts, Mann. Ich sehe nur Majors Schoß. Oh, irgendwie. Fahr weiter, ich hab Angst. Okay, wir fahren lieber weiter in der Dunkelheit. Oh mein Gott, Gardinenansicht. Ey, in der Ego-Ansicht sieht das so bescheuert aus. Ich sehe Bronze nur auf der Rückbank. Alter, ich sehe dich nicht mehr, Bronze. Bronze, ja, du bist verschwunden. Undercover. Bronze, Bronze. Leute. Hey, hör auf, Bronze. Oh, was ist das denn da? Wir sind on Tour. Ist das die Schaltung? Ui. Oh, Bronze, hey, nimm die Hand da. Hand von meinem Arsch. Oha. Alter, ich feier diese Mordzone. Okay, 5 Kilometer. Hey. So, Leute, wir sind gleich da. Erzählt doch mal, wie findet ihr denn die Mod bisher? Ja, wir haben noch nicht davon viel gesehen, ne? Wir haben noch nicht viel gesehen, deswegen können wir auch noch nicht viel sagen. Ja. Aber wir sind schon mal Bus gefahren, immerhin. Ja, schön. Ja. Und wir haben, also unser Ziel ist auf jeden Fall, dass wir unser Kirchenprogramm ganz groß rausbringen. Major, wie findest du die Mod? Ach ja, doch so gut. Und du brauchst auch Plakate drucken, Leute. Ich würde mal sagen, wir kaufen uns bald mal 4 Ladas und dann machen wir mal Lada-Racing. Ja, Ladas, auf Fläche, ne? Oh ja, Mann. Ey, ist das hier ein Friedhof? Nee. Was ist das denn hier? Need for Speed wird nichts dagegen, das sage ich euch jetzt schon. Ich dachte, das wäre ein Friedhof. So, guck mal, wir sind jetzt hier in der Stadt.
Das cool. ist eine Stadt, das sind ja voll die. Das sind so Container oder so. Wo sind wir denn? Ah, ne, das ist eine Stadt, da war ein Schild, aber ich konnte es nicht lesen. Ja, wir fahren mal weiter, müssen so ein kleiner Vorort oder was? Hier ist auch der Drogendealer. Murdochs Schaffarm, lass mal da hinfahren. Schaffarm? Wir müssen jetzt erstmal zum Flughafen. Wir müssen uns ja erstmal mit der Welt vertraut machen, Bonze. Und dann können wir vielleicht mal einen Job suchen. Okay. Noch 3 Kilometer, Leute! Ja, so ein fetter Roadtrip hier, die Nonnen, weißt du? Ja, ne? Die Stadt von. Ist das eine Kirche? Erinnert mich an irgendetwas. Da ist eine Kirche. Nee, wo? Rechts. Oh, yo. Jo, ich seh sie. Fahr mal hin da. Die Kathedrale. Aber ihr habt schon alle Ego an sich, ne? Der Dennis! Boah! Alter, der Lader! Alter, was ist hier los? So, Scheiße, der Lader eskaliert mal. Okay, was ist das hier für eine Stadt, Curry? Lies mal vor. Ich weiß nicht, ich sehe das nicht. Hier warte, bleib stehen. Naila oder so. Naila? Nios. Dann fahren wir hier rein. Die Muffins rollen ein in der Stadt. Gucken wir mal, was in der Kirche so los ist hier. Wir werden die heute alle in unsere Sekte bringen. Alle Anwohner hier. Ja, und wir werden Knete machen ohne Ende, Mann. Ja, ey. Können wir endlich Muffins machen? Klaus Kleber, unseren eigenen Staat. Hm? Klaus Kleber? Nein! Major? Klaus Kleber! Ist da was im Teamspeak geflogen? Ja, ich glaube, er hat mir gerade auf Steam geschrieben, aber ich kann das leider nicht sehen. Geschrieben, Mann. Okay, Leute, wir sind da. Wir haben einen Bruder verloren. Fuck. Gate Navigate, was? Unser Bruder. Navigate Kammer Delivery Mission. Ach, komm, hier sind wir wohl beim Friedhof. Wir sind hier wohl. Wir steigen jetzt aus, Freunde. Was kann man denn hier machen? Danke für das Gehöft. Danke für das Pferd. Wir müssen uns die Stelle merken, Leute, wo wir sind. Wir sind. Oh. Wo sind wir denn? Drogendealer. Ach so. Ach, wir sind hier. Wir können hier einen Lieferauftrag machen. Ja, machen wir jetzt aber nicht, denn wir gucken uns erstmal hier. Den habe ich jetzt aus Versehen angenommen. Hier sind wir. Aber ich mache den einfach nicht. Hier kann man nicht rein. Ey. Wo sind wir denn gerade? Warte mal. Wir sind, Guck mal, wieder da. Hier! PD4, da sind wir, glaube ich, oder? Nein, wir sind neben PD4. Genau, genau. Darunter ist Nylas, da sind wir. Ja, genau, wir sind in Nylas. Hier, guck mal, hier ist der Bronze. Sag mal, Bronze. Stell dich mal hier vor das Auto, Bronze. Stopp! Ja, genau. Stopp, Bronze. Wir müssen ein Foto machen, guck mich mal an, Bronze. Weil wir müssen ja ein Thumbnail haben, weißt du? Glaubet an den Herren. So, super. Aber was ist mit Major los? Ich weiß es nicht. Glaubet und knattert. Also Major, falls du mich hörst, ich kann deine Nachrichten nicht lesen, weil das mir nicht angezeigt wird. Ich kann das Overlay nicht aufrufen. Wir müssen doch mal hier unser Dings hier, unser Clubhouse hier einweihen. Ja, geht nicht, da kann man nicht rein. Wo willst du denn jetzt hinfahren wieder? Ich dachte, wir wären endlich zu Hause. Ja, leider kann man da nicht rein, Mann. Ich glaube, wir müssen erstmal Major begraben hier, oder? Guck mal. Major ist nur eben in sich gekehrt und hat seinen äußeren Körperhülle hat er hier gelassen. Brunze nicht mehr hinten drin. Er hat seine physische Form hinter sich gelassen und ist nun transzendiert. Ja, Major werden wir bestimmt wieder abholen. Ich sehe nichts. Keine Sorge, lass dich leiten. Aber ich glaube, wir müssen bald auch mal ein Folgenpäuschen einlegen. Ja, also wir fahren in der Folge ruhig nur zum Flughafen, Brunze, und dann verabschieden wir uns. Hört sich gut an, meine Brüder. So, dann fahren wir aber wieder zurück zur Hauptstadt, denn wir brauchen ja noch mehr Leute, die uns. Oder vielleicht machen wir mal. Vielleicht fahren wir mal zur Schafsfarm. Joa. Schafe wollte ich immer mal. Joa. Nee. Also Dennis Farm. Das hört sich an. So, noch 2 Kilometer. Der schöne Dennis. Und Häschen, habt ihr es gesehen? Nee. Wir haben gerade ein Kaninchen, Alter. Nee. Wir haben das fast überfahren. Wir müssen jetzt gerne mal wissen, was mit unserem Kollegen hier ist. Mit Major. Oh, Dennis! Alter! Dennis, Mann! Wir sind ja nicht bei Landwirtschaft Scheiß. Simulator. Obwohl das ja ein bisschen so aussieht, ne? Der ist ja auch Björnholm, ne? Stimmt. Ja, Curry! Wie gab's das da auch? Ja, wir haben auch Bornholm gespielt, ja. Ey, da rennt ein Tier. Guck mal, hier sind ja überall diese ganzen Dings. Diese ganzen, das sind unsere Gräser alten Felder. So. Unsere alten Felder, Mann. Wir sind hier back to the roots. Hier haben wir noch das Weizen vergessen links. Ach, ja, Scheiße, komm, wir machen Mann. Holz. War das nicht Major's Job? Ey, was machst du, Dennis? Ey, was ist da rechts, Mann? Guck mal, da rechts ist irgendwas, Alter. Was denn? Irgendwie so ein roter Punkt und so. Radio Tower, ja. Und so. Das schon gerade, da wäre ein Geist, der heilige nein, Geist. Nein, keine Sorge. Der ist ja bei dir da, Leute. Der ist ja in deinem Körper. Curry. Ja, ich beschütze dich. Ist in mir drin. Ich beschütze dich. Nein, das bin ich. Okay, saug ihn aus mir raus. Oh, ja, da. Boah, der ist aber dickflüssig, du. Boah, war eine Nachtfahrt hier, ey. Der ist super hart, ey. Der Zero. Boah, was machst du denn jetzt? Wo fährst du lang? Im Flughafen?
Güte, was soll das denn, Mann? Fahren wir noch? Wir fahren noch. Ja, aber nee, der vordere Reifen ist Schrott. Scheiße, Alter. Mann. Wir können ihn reparieren. Fuck it, ey. Wie können wir den denn bitte reparieren? Aussteigen. Wir haben doch gar nichts zum Reparieren. Aussteigen. Schnell, mal. Bevor die Karre explodiert. Kfz reparieren. Ich glaube, dann wäre es schon zu spät. Doch, guck mal, Kfz reparieren. Dann kannst du die Reifen auswählen. Ja, aber geht hast das? Du Werkzeuge? Nee. Also ich habe kein Werkzeug. Wir brauchen. Toll, jetzt sind wir hier gestrandet. Weil da einfach mal so eine Klippe kommt. Weißt du mal, das passiert, wenn man nicht auf der Straße bleibt, Dennis. Das ist der Anfang eines schlimmen Horrorfilms. Oh nein, wir müssen uns aufteilen. Und wie das ausgeht, sehen wir dann in der nächsten Folge von District 41. Schaltet ein, macht einen Daumen hoch, wenn euch die Episode gefallen hat. Und schreibt immer, ob ihr euch lieber dieses Let's Play wünscht oder weiter in Arma. Wir sehen uns wieder in der nächsten, wir sehen uns wieder in der nächsten Episode. Ey, sowas darf man nicht machen. Entschuldigung. Was ist das denn hier?